Sehr verehrte Damen und Herren, die offizielle Pressekonferenz nach dem Verbandsligaspiel FC 07 Albstadt gegen den SSV Ehingen Süd, Ihnen präsentiert durch die Wiener Brauerei Rosenfeld, ist hiermit eröffnet. Ich begrüße recht herzlich beide Trainer, an Michael Buchtler vom SSV Ehingen Süd, dem ich offiziell auch recht herzlich zum Sieg gratuliere, und natürlich auch unseren Coach, den Alex Eberhardt. Nicht zu vergessen die beiden Pressevertreter Markus Arndt vom Zoller Weibkurier und Sandro Vitale vom Schwarzwälder Bote. Ja, 200 Zuschauer waren heute bei durchaus für die Jahreszeit annehmbaren Wetterbedingungen im Albstadion. Was sie sahen, möchte ich nicht kommentieren. Dies überlasse ich beiden Trainern und überreiche somit das Mikrofon an den Gästecoach. Bitte schön. Ja gut, ich glaube, die Analyse vom Spiel kann man aus meiner Sicht wie folgt darstellen, dass wir die ersten 10, 15 Minuten ordentlich drin waren. Ich ein ausgeglichenes Spiel gesehen habe, aber mit Dauer der Spielzeit hat Albstadt das Kommando übernommen, hat die zwingenden Torchancen gehabt und war dann schon in einer Phase, so um die 30., 40. Minute, draufgetragen, den Führungstreffer zu erzielen. Wir haben es mehrfach nicht geschafft, den Ball in unseren Tor unterzubringen. Und dann kommt es oft mal, wie es kommen muss. Ja, die Heimmannschaft, die dominant war zu der Phase, kriegt einen Konter. Ja, Abwurf von Benny Kraller auf den Hannes Böschel, der den Ball nimmt, 50, 60 Meter über das Feld läuft und trocken rechts runter ins Eck vollstreckt. Hilft uns unheimlich, ja, mit 1-0 Führung in die Halbzeit zu gehen. Dann die zweite Halbzeit, auch da wieder ausgeglichenes Spiel. Wir machen das 2-0, was wir uns vorgenommen haben. Ja, und dann war das Spiel schon so, dass ich das Gefühl gehabt habe, jetzt haben wir es im Griff, machen dann sogar das dritte Tor noch und waren in der Phase aus meiner Sicht dann auch überlegen, auch moralisch überlegen, endlich mal in Führung zu gehen. Und dann kommt etwas aus meiner Sicht, was nicht passieren darf, mit einem Anschlusstreffer zum 3-1. Ja, und dann sofort der Doppelschlag zum 3-2, dann wackeln wir nochmal gewaltig. Ja, und ich bin aber Gott froh, dass wir hier das Spiel gewonnen haben, nach 6 Spielen Niederlage in Serie. Ja, endlich wieder 3 Punkte, die Jungs sind unheimlich gelöst. Ja, man merkt es in der Kabine, ich gönne es ihnen auch und ich glaube auch, dass wir endlich mal wieder dran waren, einen Sieg einzufahren. Wie gesagt, am Ende des Spiels muss man nochmal brutal zittern. Aber Gott sei Dank hat der Schiedsrichter dann auch, ich glaube, 6 oder 7 Minuten Nachspielzeit abgepfiffen und wir konnten das Spiel gewinnen. Danke. Vielen Dank, Herr Buchtler. Keine Fragen von Seiten der Presse. So übergebe ich das Mikrofon an Alexander Eberhardt. Bitte, Alex. Ja, zuerst mal Glückwunsch zum Sieg. Nach Sommerspiel fehlen manchmal doch die Worte, weil wir haben schon relativ vieles dann erlebt, jetzt in den zweieinhalb Jahren. Aber dieses Spiel, das ist mit Sicherheit unter der Top 2, 3, kann man das einstufen. Es war dermaßen bitter. Wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen, haben auch Torchancen kreiert, aber das einzige Manko in der ersten Halbzeit, das Runde muss einfach ins Ecke gehen und das haben wir definitiv nicht geschafft, obwohl es wirklich sehr, sehr gute Chancen dann gegeben hat. Unter anderem ein Schuss vom Hackern von 16 Metern, dann ein Sololauf von Fabi, wo er dann reinspielt, wo der Tim dann mit der Innenseite von 12, 13 Metern zu Torwart in Hände spielt. Dann Eckball vom Pi, wo der Basti den Kopfball an die Latte setzt. Ich glaube, wenn wir da 1-0 in Führung gegangen wären, dann hätten wir mit Sicherheit das Spiel gewonnen, so wie wir drauf waren und so wie wir dann auch agiert haben. Aber dem war nicht so. Dann hatten wir einen Eckball und kriegen eigentlich aus einem Vorteil vor dem Nachteil, kriegen wir das 1-0. Wie der Kollege schon sagt, der Torwart wirft den Ball schnell ab und dann müssen wir einfach ein taktisches Foul machen. Da gibt es gelbe Karte, aber das müssen wir dann hinnehmen. Und dann können wir uns neu formieren, die Innenverteidiger können wieder zurück. Aber ja, dann ist es relativ schnell gegangen und das war natürlich dann ein guter Konter. Da hat uns wirklich immer taktisch nicht gut gespielt. Zweite Halbzeit haben wir probiert, haben wir immer gesagt in der Kabine, dass wir trotzdem so weiterspielen müssen, weil irgendwann fällt dann das Tor. Wenn es 1-1 fällt, können wir dann auch ein 2-1 machen. Dann sind wir von der Euphorie her dann auf jeden Fall so, dass wir die 3 Punkte holen können. Und
haben wir dann auch wieder, es hat dann gleich begonnen, der Matze Indris hat von der halbrechten Seite eine riesen Chance gehabt, im 1 gegen 1 gegen den Torwart, ist er dann zweiter Sieger, der Pi im Laufduell war kurz vor, spielt dann, wollte ins lange Eck schießen, aber der Innenverteidiger hat dann den langen Fuß noch dazwischen gebracht, es ist so weitergegangen. Und dann natürlich ein guter Konter, das Umschaltspiel, das haben sie gut gemacht, Egen Süd, haben sie dann 2-0 gemacht, dann gleich drauf 3-0 und dann waren wir kurz darauf vorgewillt. Dann, das war eigentlich so die beste Phase dann von Ehinger Süd. Da haben sie dann doch uns ein, zwei Mal noch in Probleme bereitet. Und dann aber nach dem 3-1, wo der Rico Vettermann dann durchgegangen ist, auf rechts liegt und der Pi mit einem satten Schuss dann unter die Latte das 3-1 macht, war noch ein bisschen Hoffnung da. Gleich drauf, da haben wir gesehen, wie einfach das eigentlich möglich ist. Hat der Marc einen schönen Chipball gebracht auf der Pi. Einen schönen Gasseball und überlegt ins lange Eck, 3-2 und klar, dann waren nur 6-7 Minuten zum Spielen plus eigentlich dann noch die 4-5 Minuten Nachspielzeit. Da hat man dann schon noch die eine oder andere Situation. Ich denke dann Pi, wenn er auf rechts dann einen langen Pfosten vorbeischlägt und der Asare dann mit Fußspitze zu kurz kommt. Da wäre noch 3-3 möglich gewesen. Aber es ist bitter. Wer das Spiel gesehen hat, das darf man niemals verlieren. Wir hatten Chancenverhältnis ohne Ende und ich denke auch, wenn wir das 1-0 oder 2-0 machen, dann wäre das Spiel auch dann für uns zu unserer Wünsche gelaufen. Aber so wie Fußball, es bringt jetzt alles nichts. Wir haben schon Situationen gehabt, ähnliche. Vielleicht war das eigentlich so das Bitterste, was ich jetzt erlebt habe, aber das bringt alles nichts. Wir müssen gucken, dass wir dann die Köpfe wieder hochkriegen, weil die Kabine ist jetzt schon dermaßen unter. Das, was Ehinger Süd jetzt die Befreiung war, das ist bei uns jetzt genau das Gegenteil, aber wir sind ja dann auch prädestiniert dafür, dass man immer wieder aufsteht und dass man dann vielleicht das nächste Woche die Vielzahl an Chancen, dass man da wenigstens ein Tor macht. Danke. Vielen Dank, Alex. Keine Fragen von Seiten der Presse. So darf ich abschließend wünschen, dass unsere Gäste gut nach Hause kommen, weiterhin Punkte sammeln, damit sie sich einigermaßen gut etablieren können. Und wir sehen uns dann spätestens beim Rückspiel im kommenden Jahr und schauen, wie dann diese Partie laufen wird. Das war es aus dem Presseraum vom Albstadion und wir wünschen Ihnen trotz allem ein schönes Wochenende und vergessen Sie bitte nicht, heute Nacht die Uhr umzustellen. Allerdings die meisten sehen das Video schon erst am Sonntag, aber wundern Sie sich also nicht, wenn die Zeit vielleicht nicht umgestellt wurde, dass sie irritiert sind. Heute Nacht umstellen, bitte. Alles klar, das war's. Schönes verlängertes Wochenende und wir sehen uns dann in Tübingen, beziehungsweise zwei Wochen später beim Heimspiel gegen Ilshofen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke.